Einmal im Jahr lädt die Deutsche Allgemeine Zeitung junge deutsche Freunde mit Interesse an Journalismus zu ihrer zentralasiatischen Medienwerkstatt ZAM ein. Wir befinden uns gerade im Deutschen Haus und führen hier unsere zentralasiatische Medienwerkstatt, kurz ZAM, durch. Die ZAM ist ein Projekt, das vom Institut für Auslandsbeziehungen, IFA, aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird. Und im Rahmen dieses Projektes laden wir jedes Jahr junge Leute ein, die über ein gewisses Niveau an Deutsch bereits verfügen und Interesse an journalistischem Arbeiten haben. Es sind jedes Jahr unterschiedliche Themenschwerpunkte. In diesem Jahr widmen wir uns der Erstellung von multimedialem Content, das heißt Video mit Videokamera, mit Smartphone, aber auch Aufnahme von Podcasts. Und wir freuen uns sehr über die zahlreiche Teilnahme und über das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Das nötige Know-how bekamen die jungen Leute von der 3DATS-Referentinnen. Christina Liebrich, Ekaterina Leutschenko und Galina Dzhen, die alle drei in ihrem täglichen Berufsleben mit multimedialen Medieninhalten zu tun haben. Es wurde viel geübt und hier ist das Ergebnis der Arbeit der Workshop-Teilnehmer. Heute bin ich Teilnehmerin der Veranstaltungen Zentralasiatische Medienwerkstatt. Ehrlich gesagt habe ich auch reiche Erfahrung in diesem Bereich. Ich arbeite als SMM-Manager in Big Idea Group. Für mich ist es auch so nützlich und nützliche Erfahrung, aber während der Veranstaltung habe ich auch verschiedene neue Erkenntnisse erfahren, zum Beispiel über Komposition und viele verschiedene Arten des Videos und so weiter. Ich hoffe mir vom Seminar etwas darüber zu erfahren, wie die Kameratechnik funktioniert, damit ich selbst Podcasts und Videos produzieren kann. Ja, weil ich selber keine Ahnung von der Technik habe und da ich es vermutlich sonst nie gemacht hätte, wenn ich nicht auf dem Seminar gewesen wäre. Ich heiße Miron und bin Schüler am Gymnasium Nummer 18. Das ist eine deutsche Schule, die viel Kontakt zu deutschen Organisationen hat. Das ist ein Grund, warum es so viele Veranstaltungen gibt. Es ist mein Plan, an der Uni Regie zu studieren und Regisseur zu werden. Mich interessiert unter anderem, wie man den richtigen Blickwinkel für eine Aufnahme wählt oder den richtigen belichtet. Mein Name ist Erika Kaschkeva und ich lerne Deutsch seit 10 Jahren. Ich lerne im Gymnasium Nummer 18 und seit 2021 interessiere ich mich für soziale Netzwerke und Videomontage. In der Zukunft möchte ich in der Kinoindustrie arbeiten, um Video zu machen. Aber jetzt möchte ich meine sozialen Netzwerke weiterentwickeln. Deswegen bin ich da. Hallo, ich heiße Barbara und bin 16 Jahre alt. Ich lerne im Gymnasium Nummer 68 und bin eine Schülerin der 10. Klasse. Ich interessiere mich für Kino, Videos und Kunst und liebe alles, was mit Kreativität verbunden ist. Ich habe auch den Wunsch, einen YouTube-Kanal zu erstellen, um Podcasts zu machen. Ich nahm an dieser Veranstaltung teil, weil mein Gehirn die Beruf für meine Zukunft findet und dieses Ereignis für mich hilft, um meine Berufswünsche zu verwirklichen. Diese Masterclass entspannt mich und ich denke, dass es für mich sehr nützlich wird. Ich heiße Gabitova Malika. Ich bin 15 Jahre alt und komme aus der Schule Nummer 68. Ich will in der Zukunft in Deutschland oder Österreich studieren. Deswegen versuche ich es jetzt, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Ich warte darauf, neue Freundschaften zu beschließen und meine Fähigkeiten in der Videoaufnahme zu verbessern. Und das war sehr interessant für mich. Ich studiere an der Deutsch-Kasachischen Universität. Das ist schon mein 5. Semester. Mein Studiengang ist internationale Beziehungen. Und das ist eigentlich nicht meine erste Veranstaltung bei Deutsche Allgemeine Zeitung. Ich nahm schon im Jahr 2021 am Zentralasiatischen Mediawerkstatt teil. Im folgenden Mal haben wir einen Artikel geschrieben und es war für mich besonders interessant. Und
Ich wusste nicht, welches Thema wird in diesem Jahr. Und deshalb bin ich sehr überrascht, dass es sehr nahe zur Fotoaufnahme, Videoaufnahme ist, weil ich früher also beim Fotoaufnahme tätig war. Und deshalb ja, fällt es mir besonders interessant. Für mich als Journalistin war es auch super interessant, an diesem Seminar teilzunehmen. Natürlich geht heute im Journalismus und generell im Medienbereich nichts mehr ohne Podcasts, ohne Videos, ohne Instagram und Co. Daher war es für mich auch sehr nützlich, hier teilzunehmen. Und ich konnte auch für mich selbst viele nützliche Tipps und Tricks und natürlich auch meine Fähigkeiten hier selbst weiter ausbauen. Nach einem anstrengenden Tag im Deutschen Haus besuchten wir die Solarschule, über die wir in unserem nächsten Beitrag noch ausführlicher berichten werden.